Beste Laune auf dem Gelände der CompuGroup Medical in Koblenz. Denn auch in diesem Jahr boten die sogenannten Feel Good Days allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine willkommene Auszeit vom Alltag. Im Fokus standen dabei zahlreiche Bewegungs- und gesunde Ernährungsangebote. Wir hatten heute ein tolles, reichhaltiges Programm. Wir haben Aktionsstände, wir haben Informationsstände, wir haben Aktivitätsangebote. Unter anderem unsere Kooperationspartner sind am Start. Die Barmer, der TÜV Rheinland ist vor Ort. Wir haben sehr viele regionale Partner hier, wie zum Beispiel Canyon Bicycles, das Kampfsportgym. Wir haben auch heute ein Blutspendmobil vom Deutschen Roten Kreuz vor Ort, verbinden quasi die Blutspendeaktion mit den Feel Good Days dieses Jahr. Wir haben Effektiv Essen, Nina Kies vor Ort und ja, sehr viele interessante, tolle Angebote. Unter anderem freuen wir uns sehr, dass die Kölner Haie dieses Jahr auch hier vor Ort sind mit ihren beiden Eishockey-Profispielern und Nationalspielern Parker Tuomi und Tobias Antschitschka. Und ja, ich glaube, wir haben ein sehr rundes und volles Angebot. Die Mitarbeitenden können sehr viel aktiv machen. Wir haben informative Stände, wo sie sich über Gesundheitsthemen informieren können. Und ich glaube, alles in allem, inklusive auch der Soulfood-Stände, nämlich wir haben Ejolosia, den Eisstand hier, und auch einen Snackstand von Nina Kies, haben wir ein rundes Angebot. Und da sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Denn auf seine Gesundheit muss ein jedermann achten. Die Feel Good Days schaffen dafür das perfekte Sprungbrett, wie Stefanie Horbert ausführt. Die Intention der Feel Good Days liegt letztlich darin, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich verstärkt mit dem Thema der Vereinbarkeit von Beruf und ihrer Freizeit beschäftigen und dort auch präventiv darauf schauen, dass es ihnen stets gut geht, sei es sowohl mental als auch der physischen Gesundheit, und wir darauf auch einzahlen möchten. Gleichzeitig ist uns auch das Thema der Gemeinschaft wesentlich. Wir kommen hier zusammen, wir haben Spaß. Wir tun aber auch Gutes, indem wir beispielsweise auch eine Blutspendeaktion für die heutige Veranstaltung bereitgestellt haben. CEO Michael Rauch hebt dabei hervor, dass die Feel Good Days in besonders enger Verbindung mit den Unternehmenswerten der CompuGroup Medical stehen. Ja, Gesundheit ist was ganz Wichtiges. Wir alle wollen für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung beitragen und dafür sorgen, indem wir zum Beispiel Patientenverwaltungssysteme entwickeln, indem wir Krankenhausinformationssysteme entwickeln, Arztinformationssysteme entwickeln, indem wir aber auch die Patientenakte natürlich mit Daten befüllen wollen. Für uns ist wichtig, dass wir entlang der gesamten Patientenreise immer für das Wohl der Patienten sorgen und zur Gesundheitsversorgung der Patienten beitragen können. Und diese gelebte Kultur kommt natürlich besonders gut an. Ich finde das super. Ja, also wir sind ja wirklich in einer schönen Situation, wir Angestellten hier bei der CGM. Da natürlich, je größer der Arbeitgeber ist, man natürlich viel mehr Mittel hat, sowas anzubieten. Und viele andere Leute, die in kleineren Betrieben, in kleinen Einzelunternehmen oder in, sage ich mal, kleineren mittelständischen Unternehmen sind, angestellt sind, die haben gar nicht so die Möglichkeit, das so zu erleben, so wie wir das hier erleben. Deswegen finde ich das Angebot super und einfach nur die Möglichkeit zu haben. Wir sehen, heute ist nicht jeder Mitarbeiter, der in Koblenz angestellt ist, vor Ort und nimmt die Angebote wahr, aber ich finde es super, dass hier sich schon einige versammelt haben und das wahrnehmen können. Dankeschön, dafür auch an die CGM. Ich finde es mega, das ist so ein Ausgleich zur Arbeitszeit auch, dass auch die Vorgesetzten da mitmachen und sagen, ja, ihr könnt euch das mal angucken. Echt cool. Ich finde es auch toll, dass wir einen Ausgleich haben, dass wir nicht nur im Büro sitzen und quasi unsere Arbeit machen können, sondern dass wir auch mal gerade bei so einem schönen Wetter draußen zusammen sein können, einfach unter Leuten, ein bisschen Spaß haben und sich unterhalten können. Und dass diese Möglichkeit für uns gibt, ist echt schön. Also wir sind jedes Mal glücklich, wenn wir bei so einem Event quasi teilnehmen können. Einen gesunden Alltag sollen alle Mitarbeitende allerdings auch fernab der Feel Good Days führen. Daher führte die CGM im vergangenen Jahr die Möglichkeit ein, Diensträder zu leasen, um noch einfacher, gesünder und natürlich auch nachhaltiger zum Arbeitsplatz anreisen zu können. Ein voller Erfolg, berichtet Tina Kreitmeier. Ja, tatsächlich hatten wir genau vor einem Jahr zu den Feel Good Days
das Angebot der Diensträder für die Kolleginnen und Kollegen in Deutschland eingeführt. Und ich bin super happy, wie das angenommen wird tatsächlich. Also wir haben über 100 Kolleginnen und Kollegen, die dieses Angebot angenommen haben und nach einem Jahr fleißig mit ihren Fahrrädern unterwegs sind. Und auch heute haben wir wieder mit Canyon-Unternehmen da aus der Region, das insbesondere das Thema Fahrrad pusht. Die Feelgood Days auf dem Gelände der CompuGroup Medical in Koblenz waren auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Eine Wiederholung im nächsten Jahr ist garantiert.